Herzlich willkommen zur dritten Folge hier bei Triple Meet 90 und heute sind wir für euch in Linz unterwegs und hier hinter mir soll es den besten Döner in ganz Oberösterreich geben und zwar bei Linzer Döner. So, und da ist er jetzt, der fertige Spieß für den heutigen Tag. Rund 80 Kilo hat ein Spieß, zwei Spieße machen Sie immer am Vormittag und wenn Sie dann merken, am späten Nachmittag, dass es eng werden könnte, dass es ausgeht, dann machen Sie meistens noch einen frischen, quasi einen kleinen Spieß für die Abendstunden. Und das ist halt das Entscheidende bei der Qualität von einem Dönerspieß. Hier wird tatsächlich jeden Tag alles frisch gemacht. Das ist kein Pressfleisch, das ist kein verschiertes. Wir haben es gesehen, das sind nur frische Scheiben Rindfleisch, die ich glaube ein oder zwei Tage mariniert werden. Und hier geht es jetzt noch weiter. Hier wird der große Spieß quasi jetzt finalisiert vom Chef persönlich. Das ist quasi der Spießchef, den der Linzer Döner extra aus der Türkei geholt hat. Also, Schicht für Schicht wird der Spieß schon langsam fertig. Das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, wenn man den Spieß jeden Tag frisch neu macht. Die Mitarbeiter beginnen hier schon ab 6 Uhr in der Früh. Ich selber bin heute um 7:30 gekommen und da war eigentlich schon voller Betrieb. Da war der erste Spieß schon fast am Fertigwerden und der zweite Spieß gerade am Anfang. Mal das Messer schleifen. Und dann wird dieser Spieß dann quasi auch noch immer wieder in Form gebracht. Also man merkt es natürlich bei diesem Spieß, es hat natürlich einen gewissen Fettanteil. Ich wollte, sagen wir mal, ein bisschen das Rezept dem Chef entlocken, aber er hat gleich gesagt, das ist natürlich Geheimnis. Genaue Details gibt es nicht. Und jetzt würde mich interessieren, was ihr bevorzugt und bitte schreibt mir das in die Kommentare. So einen Spieß, der jeden Tag frisch gemacht wird, das sind echte Fleischstücke, gestapelt, Schicht für Schicht, da ist nichts verschiert, da gibt es kein Hackfleisch versteckt. Oder bevorzugt ihr doch den Oldstyle tiefgefrorenen Kebab, der meistens aus Hühner- oder Puttenfleisch besteht. So, mittlerweile sind wir in der Bäckerei angekommen. Hinten. Und hier wird das Brot frisch zubereitet. Wir kommen, glaube ich, jetzt genau richtig zu den letzten Schritten vom Fleischmeister. Das ist jetzt der fertige Spieß. So, und da sieht man die Brötchen, die heute zubereitet worden sind. So, da werden die Brötchen noch in Form gebracht. Bevor es dann in den Ofen geht.
Und da gehen schon die ersten Brötchen in den Ofen. Hier auch nochmal die Zertifikation, dass es Halal-Fleisch ist. Also das ist der frisch gemachte Ayran, jetzt neu beim Linzer Döner. Frischer geht's nicht. Und eine Krone wie beim Bier obendrauf. Dönerbrot ist fertig. Da kommt nochmal Wasser oben drauf. Schau, hört ihr das? Es ist außen unglaublich knusprig und innen komplett weich. Also schaut euch einmal dieses Brot an. So, und jetzt kommt das Fleisch für unseren Döner. Wir haben schon gesehen, ist es auf einer Seite sehr, sehr groß. Und hier sieht man auch wieder Medium mehr oder weniger drinnen. Wird auch alles abgewogen. In dem Fall ist dieser größer. Bitte nur mit Zwiebel und Tomaten. Also wir haben jetzt einen Döner bestellt, nur mit Zwiebel und Tomaten. Nein, Soße nicht, nur Zwiebel und Tomaten. Ne? So Leute, und jetzt der Linzer Döner-Test. Ihr seht es hier schon. Wir haben jetzt ein normales Dönerbrötchen bestellt mit 180 Gramm Fleisch. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, also wer dann auch sagt, das ist klein oder nicht ausreichend, also das ist sicher eins der größeren Dönerbrötchen, die ich kenne. Es ist auch wirklich ausreichend Fleisch drinnen. Ihr seht es, Steakfleisch in Scheiben geschnitten. Heute ist es wirklich perfekt dünn geschnitten. Man sieht es hier, da hat der Chef aus der Türkei heute eine super Arbeit geleistet. Wir haben jetzt bestellt nur mit Zwiebel. Normal esse ich mit Zwiebeln und Tomaten, allerdings ist hier quasi gibt es hier nur eine Tomaten- und Gurkenmischung. Gurken ist jetzt nicht mein Fall im Döner. Auf jeden Fall ohne Sauce und Mahlzeit. Also das Fleisch ist wirklich top heute. Frischen Brötchen haben wir schon gesehen in der Zubereitung. Sehr knusprig außen das Brot, innen ganz weich. Das Fleisch ist wirklich unglaublich saftig, also da braucht es wirklich überhaupt keine Sauce. Ganz starker Döner heute. Also wenn wir zur Bewertung gehen, dann müssen wir eins sagen. Also hier spricht vieles für den Linzer Döner. Es wird alles frisch gemacht. Das Brot, das Fleisch, wir haben es auch gesehen, jetzt neu, der Ayran wird frisch gemacht. Ab 6 Uhr morgens kommen jeden Tag die Bäcker und machen das Brot frisch. Wir waren heute selber ab 7 Uhr da und haben alles für euch aufgezeichnet. Das Fleisch wird jeden Tag neu frisch gespießt. Da ist nichts aus dem Tiefkühlschrank, da ist nichts geliefert. Ihr habt es gesehen, Scheibe für Scheibe Rindfleisch, hochwertiges Rindfleisch kommt da auf den Spieß und diese Frische, die spürt man auch. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar kleine Punkte, die sich natürlich unterscheiden zu einem Ferhat in Wien, der auch für mich die klare Nummer 1 ist. Dieser Geschmack von Holz, der ist einfach nicht da und der macht den Ferhat-Döner einfach auch noch einmal speziell, das muss man einfach so sagen. Und
man müsste es noch schaffen, einen Tick besser, einen Tick dünner das Fleisch zu schneiden. Und für meinen Geschmack gehört es noch ein bisschen mehr quasi kross von außen. Ja, zum Brot, Fleisch, da kann ich nur sagen, von meiner Seite her gibt es 8,5 Punkte gesamt. Und das ist ein sehr, sehr starker Wert und für mich auch so mit die ganz klare Nummer 1 in Oberösterreich. So, und wenn du jetzt sagst, hey, ich kenne einen Dönermann, der ist viel, viel besser als der Linzer Döner, dann ab in die Kommentare, sofort schreiben, wo sollen wir als nächstes hin, und vielleicht sind wir bald schon bei euch.